Ich habe Resultate. Soll ich das Treffen einberufen? Los geht's. Wir haben eine Spur. Ich konnte die Waffe zurückverfolgen. Sie führte zu dem Casino-Besitzer Elijah Khan. Er wird verdächtigt, seinen Profit zum Waffenschmuggel auf die Citadel zu benutzen. Direkt nach dem Anschlag auf Shepard führte Khan ein interessantes Telefonat. Ich beende unser Geschäft. Sie erhalten Ihre Vorauszahlung zurück. Was ist das Problem? Wenn ich eine Waffe verkaufe, will ich Sie nicht in den Abendnachrichten wiedersehen. Es gibt keine Verbindung zu mir. Vergessen Sie's. Wir sind fertig miteinander. Und wenn Sie mich erledigen wollen, werden Infos über Sie zur Hauptsendezeit laufen. Denken Sie darüber nach. Khan, Ende. Das ist also unser Identitätsdieb. Er hat anscheinend eine ID-Tarnung. Diese Dinger sind nur sehr schwer zu umgehen. Wie sieht's mit den Söldnern aus, die uns angegriffen haben? Sie gehören zu einer Privatarmee, die sich CAT-6 nennt, was bekanntlich eine Allianzbezeichnung für unehrenhafte Entlassung ist. Viele haben Vorstrafen, sind steroidsüchtig und auch sonst sehr sympathisch. Zweifellos von dem Dieb angeheuert, nicht von Khan. Das Telefonat war ziemlich belastend. Wie kommt man an sowas? Mit den biometrischen Daten der Waffe, dem Geheimdienst der Salarianer und einer Hana-Prostituierten mit implantierten Kameras. Im Ernst? Nein, aber die Wahrheit ist langweilig. Ich meine, sie ist der Shadow Broker. Wenn jemand an Infos kommt, dann sie. Khan war nicht gerade freundlich zu seinem Gegenüber. Vielleicht erzählt er uns was. Dazu wären aber Engelszungen nötig. Wenn er sie sieht, nimmt er vermutlich an, sie seien auf Rache aus. Das Casino hat einen Panikraum. Ich möchte wetten, dass er sich dort verkrochen hat. Wir können mit Programmen von Edi die Tür hacken, aber dann bleiben noch Kameras und Wachen. Ja, Khan könnte verschwinden oder schlimmer. Wenn seine Wachen feuern, sind normale Leute gefährdet. So wie ich. Sie hat recht. Wir dürfen ihn nicht verschrecken. Kleines Team, keine Schusswaffen. Dr. Tessoli, heute Abend findet in dem Casino ein Charity-Event für Kriegsflüchtlinge statt. Kauf ein paar Tickets, Cliff, und dann zeig uns einen Plan des Gebäudes. Okay, und wie nah kommt man daran? Panikräume haben meistens keine Hintertür. Dieser Luftschacht führt am Sicherheitstor vorbei und endet im Lager. Von dort lässt sich die Türkamera des Panikraums deaktivieren. Zu einfach. In dem Schacht gibt's sicher mehrere Alarme. Ich habe dafür vielleicht Gegenmaßnahmen. Wenn wir drin sind, kann ich mehr sagen. Wer geht in den Schacht? Man muss da zu klein sein. Für mich ist das nichts. Zu viele gegrillte Varenbeine. Klingt nach einem Job für Tali. Ja, doch der Erfahrung. Die Kette meines Anzugs würde von den Sicherheitssensoren bestimmt registriert. Meine Anwesenheit im Casino wäre verdächtig. Macs sind verboten, weil sie Betrugssoftware einsetzen könnten. Sie brauchen jemanden mit einer Ausbildung in Null-Emissionstech. Keine Elektronik, kein Metall, nur nicht feststellbare Kunststoffe. Ich hatte da mal einen Kurs und musste eine Bombe mit einer Pinzette entschärfen. Die Bombe war mit Rasierschaum gefüllt? Okay, Sie sind dabei. Was? Nein. Was? Sie haben selbst gesagt. Wir haben alle zu viel Tech. Aber auf mich wurde geschossen, weil ich mit Ihnen reden wollte. Und jetzt soll ich mich in einen Panikraum hacken? Wir unterstützen Sie. Sobald ein unlösbares Problem auftaucht, erhalten Sie Schützenhilfe. Nachdem das geklärt ist, gibt's nur noch eine Hürde, um reinzukommen. Und die wäre? Abendgarderobe erforderlich. Oh, wie cool. Okay, Edie kann nicht mit, das ist klar, weil sie halt Mac ist. Brooks ist jetzt hier direkt mit dem Team dabei. Was haben wir denn da Aussehen ändern? Ach, gar nichts, okay. Ja, ich würde sagen, wir nehmen mal Tali mit. Ich bin gespannt, wie die in Abendgarderobe aussieht. Das sieht gut aus. Bisschen leicht ohne Körperpanzerung, aber dafür fühlt sich's weich an. Gut zu wissen. Wieso sind Sie so ruhig?
Schön, Sie waren unter einem Reaper, während der einen Dreschlund bekämpfte. Für Sie ist das nichts Besonderes. Ruhig, Brooks. Klar. Okay. Ruhig. Boah, die Frau macht einen fertig. Ich gehe zum Lüftungsschacht. Wünschen Sie mir Glück. Liara, irgendeinen Input? Ich bin hier, Shepard. Edie und ich halten Kontakt, falls wir gebraucht werden. Khan hat viel Überwachungstechnik. Ich würde mich unter die Gäste mischen, um normal zu wirken. Okay, Tali. Ich nehme Kontakt mit dem Gesindel auf. Mit dem Gesindel? Okay, bei Quarianern scheint es offenbar bei Abendgarderobe jetzt nicht etwa einen neuen Schnitt zu geben, sondern nur eine andere Farbe. Warum nicht? Gut, mischen wir uns mal ein bisschen unter die Leute. Er hat so ein bisschen was von dem Kazumi-DLC im zweiten Teil, als wir auch auf die Party gegangen sind. Mal sehen, wie es hier wird. Nein, nein, ich bin keine... Hi, Elsbeth Moraine. Ich kandidiere für den Stadtrat des Sakara-Bezirks. Sind Sie ein Bürger hier? Ich hatte schlechte Erfahrungen mit Politikern. Wer nicht? Deshalb kandidiere ich ja. Ich habe Anführer satt, die Verbindungen zur Trockenlandpartei, Cerberus oder Schlimmerem unterhalten. Ach. Der Bezirk braucht Flüchtlingsunterkünfte, Sicherheitseinrichtungen, Jobs. Er braucht einfach alles. Und ich hoffe, dass ich das alles mit einem Freund wie Elijah Khan im Rücken auch umsetzen kann. Commander, ich bin oben bei dem Gitter, das zu dem Schacht führt. Aber es gibt ein Problem. Können wir uns treffen? Kann ich ja verstehen, dass die nicht mit Cerberus oder der Trockenlandpartei zusammen was machen will, aber dann ausgerechnet so eine? Warum? Na gut, wo muss ich hin? Da oben. Na dann. Schauen wir mal. Allzu viel und das Volk mischen war ja jetzt gar nicht drin, ne? Guten Abend, Officer. Sir. Der sieht ja speziell aus. Gut, schauen wir mal, was es für Probleme gibt hier oben. Oh, der Club geht ja noch ein ganzes Stück weiter. Ich tanze erstmal eine Runde. Shake that booty all night long, girl. Interessant. Gut. Wissen Sie, ich habe großen Respekt vor dem ersten Mann, der zum Saturn emporblickte und sagte, das Ding da oben ist kein Stern. Aber Bewunderung empfinde ich für denjenigen, der sagte, das Ding da oben wird eines Tages meine Tankstelle sein. Das spricht für die Weite deines Horizonts, würde ich sagen. Gut, sprechen wir mal mit Brooks. Okay, genau wie wir dachten. An dem Gitter ist ein Alarm. Wir müssen ihn überbrücken. Dr. Tissoni hat mir das hier für Sie mitgegeben. Es ist eine Resonanzimpulslinse. Damit können Sie Sicherheitsraster und Kabel sehen. Gut. Ich folge der Verkabelung zu einer Anschlussbox, überbrücke sie und deaktiviere den Alarm. Ich drücke die Daumen. Die Linse funktioniert. Gut. Folgen Sie dem blauen Kabel. Shepard hat voll die creepy Katzenaugen jetzt. Wir versuchen, eine Kamera zu überbrücken, wenn man beobachtet wird. Oh, danke für den Hinweis. Hätte ich fast vergessen. Gut, ich sehe einen hier. Anschluss in der Wand, aber darauf ist deine Kamera gerichtet. Shepard, ich schicke einen Hack an Ihr Universalwerkzeug. Er täuscht die Kamera, zerstört sich aber nach wenigen Sekunden selbst. Alles klar. Na gut. Und jetzt hier. Die Überbrückung ist drin. Sehr gut. Das Gitter ist jetzt offen und ich bin drin. Verhalten Sie sich unauffällig. Das könnte eine Weile dauern. Gut, das hat ja funktioniert mit der Kamera. Ich würde sagen, ja, tanzen müssen wir nicht nochmal. Wir trinken mal einen zusammen mit Tali. Die Drinks gehen heute. Was darf sein? Nichts Abgefahrenes. Ich will danach noch gerade gehen können. Sie kriegen einen Tessia-Tempel. Sind Asari-Drinks normalerweise eher harmlos? Nicht alle. Für Mr. Khan haben wir vorhin ein paar Gelatine-Shots gemacht. Auch ein Asari-Drink. Haut aber rein wie eine Schrotflinte. Sympathisch. Gut. Was können wir denn noch Schönes machen hier? Gefällt Ihnen die Party? Das ist eher was für junge Leute. Ich trinke. Heute Abend ist es Rhinkohl mit Eis. Ach. Das Zeug kann Sie aber ganz schnell auf die Bretter schicken. Ich habe gerade eine Riesensumme verloren. Sowas rückt einem die Perspektive zurecht. Brauchen Sie ein paar Credits für die Heimfahrt oder so? Oh nein.
So ist es nicht. Kennen Sie diese Helium-3-Anlagen, die zurzeit überall zerstört werden? Ich bin an einigen davon vorbeigeflogen. Also, um es ganz einfach zu sagen, die meisten davon haben mir gehört. Ja, stimmt, gibt's nicht hier Ashland Security oder sowas? Das ist dann wahrscheinlich der Besitzer. Okay, haben wir denn noch irgendwas Schönes, wo wir uns mit reinschleichen können hier unten? Sieht ganz so aus. Ich habe gehört, ihr Rat. Commander Shepard. Shaira. Oh. Es ist lange her. Ich habe eine andere Vorstellung von lange als Sie, Commander. Was soll ich sagen? Ich habe in den letzten paar Jahren sehr intensiv gelebt. In der Tat. Haben Sie diesmal wieder einen Rat für mich? Gewinnen Sie. Danke für den Tipp. Commander, trinken Sie was. Ging nicht mal das Gerücht um, Sie würden die Citadel verlassen? Das habe ich auch getan. Einige sogenannte Journalisten hatten sich Geschichten über mich ausgedacht. Wegen dieser Giftspritze habe ich mich auf eine kleine Kolonie im Silean-Nebel zurückgezogen. Warum sind Sie zurückgekommen? Weil ich hier Personen kenne, die meinen Zuspruch brauchen. Und weil man in Zeiten der Verzweiflung nicht aus dem Herzen der Galaxie flieht. Nicht wegen irgendeines Windhunds mit einer Videokamera. Commander, Sie kommen immer wieder zu mir. Was soll eine Dame da denken? Ich weiß nicht. Ich habe mich gefragt, wie man eine Konsortin wird. Indem man die Denkweisen um sich herum versteht. Indem man Mitgefühl in jede Richtung zum Ausdruck bringt. Und das übt man dann ein wenig intensiver und länger, als es sich jemand, der keine Konsortin ist, überhaupt vorstellen kann. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich muss mich um einen potenziellen Klienten kümmern. Na gut, wie du meinst. Okay, jetzt können wir wirklich nicht mehr mit dir reden. Ist aber auch mal schön, dass es hier auch ein paar interessantere Gesprächspartner gibt. Nicht bloß irgendwelche Unbedeutenden, die wirklich nichts zu sagen haben. Commander! Was? Direkt unter mir ist eine Wache. Keine Panik. Ich errege seine Aufmerksamkeit. Guten Abend, Officer. Sir. Okay, das war wahrscheinlich nicht die Wache, die sie meinte. Da drüben. Ah, na, okay. Das wird ja interessant jetzt. Wenn wir mal aufpassen müssen, dass wir nicht entdeckt werden. Okay, weiß nicht, wo genau sie gerade ist, aber egal. Entschuldigung, ich glaube, auf der Herrentoilette hat jemand Drogen konsumiert. Verstehe. Konnten Sie die fragliche Substanz identifizieren? Roter Sand. Zentrale, wir haben einen Sandschlucker in den Toiletten. Wurde versucht, biotische Einflüsse auf das Spiel zu nehmen? Momentan nicht bekannt. Stelle jetzt die fragliche Person. Schicken Sie Verstärkung. Wir kümmern uns darum, Sir. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sie können jetzt beruhigt weiterfeiern. Na klar. Sie können weiter, Brooks. Danke, Commander. Mal sehen, ob ich es bis zum Panikraum schaffe. Und ich verschmelze wieder mit der Masse. Langsam, aber stetig. Wir kommen schon zu Khan. Das sind also richtige Sicherheitsleute. Ich dachte, es wären ja bloß solche Privaten irgendwie. Verschieben Sie meine Tour durchs Lager von 1 Uhr auf 3 Uhr und den Termin um 3 auf 5. Dann bleiben die interessiert mich nicht. Minuten, um irgendwo was zu essen. Haben wir ja nicht irgendjemand Spannenden noch? Außer der Wache. Oh, hier können wir spielen. Baron-Rennen, Spielregeln. Wählen Sie einen der 4 verfügbaren Baron aus, um auf ihn zu wetten. Ach so. Interessant. Aufgepasst, die Wetten stehen. Achtung, alle Wetten stehen. Viel Glück, meine Damen und Herren. Ja, auf Wetten habe ich jetzt gerade keine Lust. Wer bist du denn? Interessant. Sie mischen sich nicht unter die Leute und sie wetten nicht. Was ist Ihr Spiel? Mein Name ist Roland Quan. Und mein Spiel, Commander Shepard, ist Herz und Verstand. Würden Sie das näher ausführen? Die meisten Leute in diesem Casino sind wegen der guten Sache hier. Andere wollen nur gesehen werden. Sie sind sozusagen Schwindler. Sie haben Geld, das sie nicht vermissen werden. Andere, und damit meine ich nicht mich, brauchen dieses Geld. Ich betrachte es als ehrenwerte Aufgabe, sie davon zu befreien. Sie sind also ein Trickbetrüger. Die Opfer von Trickbetrügern sind danach wütend. Der wahre Künstler hinterlässt ein Lächeln. Ein Robin Hood also. Sehr interessant.
Ich sehe das Sicherheitstor. Okay, das ist toll. Aber damit sollten wir warten, bis ich das Ende des Schachts erreicht habe. Na klar doch. Ich will mich bloß umsehen hier. Das Problem bei den Partys der Salarianer besteht darin, dass sie zu perfekt sind. Das verstehe ich nicht. In meiner Laborgruppe auf Sokesh sind alle außer mir Salarianer. Und sie alle haben dieses nahezu perfekte Gedächtnis. Ja, das könnte problematisch werden. Ganz genau. Es geht nur noch darum, wem vor 6 Monaten der Kuchen angebrannt ist. Und Streitgespräche werden ansatzlos weitergeführt, auch wenn man sich ein Jahr nicht gesehen hat. Sie lassen also nichts auf sich beruhen. Richtig. Und sie schaukeln sich dabei ständig hoch. Ich hätte nicht mithalten können, selbst wenn ich es gewollt hätte. Klingt witzig. Ich stelle mir das toll vor, wenn du irgendwo hinkommst und auf einmal fangen die an, ein Gespräch von vor einem Jahr wieder fortzuführen. Vermissen Sie denn Sir Cash überhaupt nicht? Auf die Feuchtigkeit und den Mangel an Privatsphäre verzichte ich gern. Aber die wissenschaftliche Arbeit dort war unvergleichlich. Woran haben Sie gearbeitet? Woran nicht? Lebensmittelscanner für die Paranoiden, chemische Binder, selbstreinigende Paarungsbecken. Viel gelernt, was? Was Paarungsbecken angeht, sogar wesentlich mehr, als ich wissen wollte. Glaube ich gern. Na gut, hier hinten ist sonst nichts mehr für uns, okay? Na, da sind sie ja wieder. Bereit für neue Geschichten? Klar. Andrew hat gerade erzählt, dass die Salarianer Satelliten entwickelt haben, die den Schrott im Orbit fressen. Deswegen fliegt dort nicht so viel rum wie bei uns. Hübsche Idee. Was ihnen wohl als nächstes einfällt? Wahrscheinlich Haarverlängerungen. Verlängerungen? Wie wär's erstmal mit Implantaten? Na gut. Schauen wir mal, na, können wir mit ihm nochmal sprechen hier. Ich überlege gerade, ob ich sie den Sicherheitskräften melden sollte. Oh, die Gedanken sind frei. Wären sie auch noch so selbstgefällig, wenn ich sie hinauswerfen ließe? Möglicherweise. Ich würde zu gerne sehen, wie sie meine bösartigen Motive erläutern, nachdem sie erklärt haben, warum sie ein Funkgerät im Ohr tragen. Nun, da sie mich bislang auch nicht verraten haben, nehme ich an, dass sie kein Freund von Khan sind. Khan hat keine Freunde. Wer etwas anderes behauptet, belügt sich selbst. Sympathisches Kerzen. Gehört Khan heute Abend zu Ihrem Spiel? Nein, ich entnehme lediglich... Nein, wie sagen die Menschen? Ich nehme seine Gäste aus. Dann würde ja kein Schaden entstehen, wenn Sie mir seine Schwächen verraten würden. Ich habe ihn studiert. Er ist skrupellos und reich, aber nicht besonders klug. Cholerisch, kann schlecht mit Dingen umgehen, die er nicht erwartet. Außerdem überlässt er anderen alles, wovon er keine Ahnung hat. Zum Beispiel seine Sicherheit. Eine beeindruckende Analyse. Schulde ich Ihnen etwas? Nein. Wir tun, was wir tun, weil manches Unrecht gerade gebogen werden muss. Das Unrecht, dem ich mich widme, ist lediglich unwichtiger als das Ihre. Dann wissen wir jetzt wohl beide, wo wir stehen, Mr. Quan. Genießen Sie den Abend, Commander. Mensch, so viel Selbsterkenntnis, ist ja Wahnsinn. So, geht's dann irgendwann weiter? Oder, ich meine, wir können auch noch ein bisschen suchen hier, das ist kein Problem. Und wieder dreht sich alles rundherum. Noch eine Ashland? Was soll das denn heißen? Ist das eine Anspielung auf meinen Zustand? Nein, Ma'am. Ich sprach von Roulette-Rad. Das war sexistisch. Ich meine natürlich objektivistisch. Das ist Sexismus gegen unbelebte Objekte. Oh, wie nervig. Ich höre, Brooks. Vor mir sind eine Druckplatte und ein Behinderungsdetektor. Ich kann sie nicht von hier aus deaktivieren. Okay, Edie, ich brauche eine Tech-Lösung. Brooks, bleiben Sie, wo Sie sind. Wir suchen ein paar Anschlüsse und schalten die Sensoren aus. Okay. Folgen Sie dem roten Kabel. Rot habe ich vorhin hier drüben gesehen. Gut, schauen wir mal. Rotes Kabel geht durch den Boden. Dass sich auch keiner an meinen seltsamen Augen gestört hat, wundert mich. Bei den Roulette-Rädern gibt es einen Anschluss, aber er ist direkt im Blick von 2 Wachen. Aber Sie kriegen das hin, oder? Meine Beine schlafen nämlich langsam ein. Durchhalten, das wird schon. Ich weiß nicht, wie weit die schauen können. So, aber ich sehe ehrlich gesagt bloß eine Wache, ich weiß nicht, wo die zweite ist. Sie können wir mit dem irgendwas machen? Dann lenke ich ihn ab. Oh ja, dankeschön. Drücken Sie Q, um Ihrem Gruppenmitglied zu befehlen, die ausgewählte Wache abzulenken. Okay. Wo haben wir ihn denn? Kriege ich den denn so ins Blickfeld? Nein.
Okay, nochmal. Ich glaube, die Software meines Anzugs löst an den Spieltischen Alarm aus. Das passiert. Ich glaube, ich hab's geschafft. Teste den Behinderungsdetektor. Und ich glaube, es ist alles in Ordnung. Folgen Sie dem roten Kabel. Gut, bin dabei. Diesmal in die andere Richtung. Hier wird's aber gelb, das rote Kabel. Das ist seltsam. So, das hatten wir. Gut, dann gehen wir mal in die andere Richtung weiter. Vielleicht ist er... Nee, das Ende, das hat er hier einfach so aufgehört, ne? Gut, schauen wir mal hier drüben. Vielleicht gibt es hier noch ein anderes rotes Kabel. Kann ja sein. Haben wir ja auch noch eins. Irgendwo. Ja. Okay, dann ziehen wir das Spiel gleich nochmal durch. Ich bin an einem Anschluss mit Kamera und Wache. Ich bleibe einfach hier und versuche nicht zu husten. So, Tali macht da. Man hat mir erzählt, hier fängt es. Eine Kamera hat mich erfasst. Was? Okay, kein Problem. Vielleicht sollten Sie sich unter die Leute mischen und sich normal verhalten? Ich habe noch gar nicht drin gestanden. Wollt ihr mich verarschen? Das finde ich unfair. Kommt und unter die Menge mischen. Du schaffst das! Haben Sie viel auf ihn gesetzt? Das ist mein Junge. Hab ihn in einem Asyl aufgelesen. Wer immer ihn weggegeben hat, hatte keinen Blick für sein Talent. Er kann allen davonrennen, denen er im Kampf nicht gewachsen ist. Und wem er nicht davonrennen kann, den besiegt er im Kampf. Was ist seine Quote? Genug, um die Ausbildung meines Kindes zu bezahlen. Okay, gut. Dann machen wir nochmal einen neuen Versuch. Diesmal versuche ich vielleicht nicht gerade hier zu stehen, wenn ich da drauf drücke. Könnte ja helfen. Tali? Hi, ich war gerade bei den Quasar-Maschinen und glaube, dass da jemand mit einem Universalwerkzeug das Spiel manipuliert. Danke, dass Sie uns darauf hinweisen. Gut. Ich bin am Gitter des Lagerraums. Zeit für das Schloss. Seien Sie vorsichtig, Brox. Brox? Oh, verdammt. Hey, Commander? Was? Was ist passiert? Infrarotlaser und ein stiller Alarm. Hab's nicht rechtzeitig gemerkt. Shepard, ich sage dem reagierenden Wachmann, dass es ein falscher Alarm war. Aber Sie müssen ihn aufhalten, bevor er Brooks erreicht. Ja, okay, machen wir. Wo ist denn der Kerl? Ist der hier unten? Ja, ich glaube schon, ne? Schneller! Hey! Nur die Ruhe. Ich versuche hier drei verschiedene Sachen auf einmal zu tun. Barrows? Sir, wir haben den Alarm im Lager überprüft. Kein Grund zur Sorge, ein kleinerer Unfall. Finden Sie raus, wer den Alarm ausgelöst hat. Er soll am Ende seiner Schicht in mein Büro kommen. Jetzt zu Ihnen. Was brauchen Sie nochmal? Es tut mir leid. Gehören Sie zu den Sicherheitsleuten? Ich habe Sie mit einem Freund von mir verwechselt. Sie haben das Gleiche an. Sie... Genießen Sie den Abend. Sie können weiter, Brooks. Danke, Commander. Mal sehen, ob ich es bis zum Panikraum schaffe. So, dann mischen wir uns mal wieder. Haben wir denn noch irgendjemanden, mit dem wir noch nicht... Nein, ja, mit der Anwältin haben wir noch nicht gesprochen. Haben Sie schon mal versucht, einen Krankenwagen mit einem Skycar zu verfolgen? Ich rufe zurück, hier ist ein potenzieller Klient. Gefällt Ihnen die Party? Das hier ist pures Adrenalin für mich. Nachher tritt an der Bar ein Feuerschlucker auf und über dem Bezirk gibt's ein Feuerwerk. Feuerwerk im luftleeren Raum? Geht das überhaupt? An Silvester hat's auch geklappt. Egal, wie sie es gemacht haben. Das war der reinste nukleare Wahnsinn. Ah ja, ich dachte irgendwie, dass es interessanter wird. Sind Sie Kahns Anwältin? Ich habe das Casino einmal vertreten. Anklage wegen Gewaltanwendung. Wie ist Kahn so? Intensiv. Seine Belegschaft hat richtig Angst vor ihm. Aber hin und wieder veranstaltet er ein Charity-Event. Wie das hier. Gleicht das die andere Seite aus? Wenn es stimmt, was man so von ihm hört, nicht im Entferntesten. Mensch, so viel Ehrlichkeit von der Anwältin, ist ja Wahnsinn. Spielen Sie je mit dem Gedanken, für jemanden zu arbeiten, der ein wenig korrekter ist? Zum Beispiel? Der Rat wird auch Anwälte brauchen. Ich soll den Citadel-Rat verteidigen, wenn er verklagt wird? Wer redet denn von Verteidigen? Aha. Okay, ich glaube, uns ist der Gesprächsstoff ausgegangen. So ganz geringfügig jedenfalls.
Gut, muss ich noch mehr mischen oder... Ja, ich glaube schon. Okay, so. Ich glaube, jetzt müssen Sie es nur noch bis zu mir schaffen. Ich bin auf der anderen Seite des Sicherheitstors. Okay, sehr okay. Gut. Haben Sie die Kamera überbrückt? Die auf meiner Seite schon, aber die auf Ihrer Seite ist noch an. Wir müssen das zu Ende bringen, bevor jemand vorbeikommt. Bleiben Sie vor Ort. Ich komme zu Ihnen. Folgen Sie dem gelben Kabel. Ich kann das Sicherheitstor von hier aus nicht öffnen. Der Anschluss muss auf Ihrer Seite sein. Das könnte knifflig werden, nur damit Sie es wissen. Haben Sie ein bisschen Vertrauen. Sie geben das Signal, dann lenke ich ihn ab. Okay, zwei Kamera... Ach nee, eigentlich ist nur die eine Kamera interessant, ne? Die Frage ist, welchen müsst du ablenken? Der hier vorne ist ja eigentlich egal. Tut mir leid. Ich habe eine kleinere Anzugfehlfunktion. Ach, haben shit. Sie einen Reihenraum? Im Moment. Wir werden sicher etwas für Sie finden. Ah, okay. Wir müssen es anders machen, glaube ich. Sie können jetzt beruhigt weiterfeiern. Oh Gott, wie machen wir das denn? Das ist ja kompliziert. Ich kann die Kamera hier nämlich nicht ausschalten, weil das gesehen wird von der anderen Kamera. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich mich hier vorarbeiten kann. Der da drüben stört auch ein bisschen, aber ist jetzt nicht so ultra schlimm. Okay, wenn der in die Richtung schaut, mal zwischendurch. Hm. Das ist kompliziert, glaube ich. So, er schaut jetzt wieder in die Richtung. Hm. Dreht sich dann aber andersrum, okay? Gut, das sollte eigentlich funktionieren. Dann mache ich erstmal den hier. Entschuldigung, aber können Sie mir sagen, was ich hier ohne Gefahr essen kann? Natürlich. Ich rufe eine Liste für Sie auf. So, wenn er sich jetzt wegdrehen sollte. Sie können jetzt beruhigt weiterfeiern. Gut. Und jetzt? Ja. Kahn, ich bin nicht hier, um Sie zu bedrohen. Wir müssen reden. Lebt er noch? Was zum Teufel? Das ist jetzt unpraktisch. Commander, da ist ein Löschbefehl auf dem Terminal. Verdammt! Es ist alles weg. Ich weiß nicht, ob er das war oder der Killer oder mein Auslösen des Alarms. Bin ich schuld? Was suchen Sie da? Fehler. Dachte ich mir. Wer immer das war, er hatte es eilig. Die Com-Einheit ist nicht gelöscht. Oh, nehmen wir die Com-Einheit dann mit und scannen sie, oder? Eliza, kriechen Sie wieder raus? Falsch geraten. Sie. Letztes Mal sind Sie am Boden rumgezappelt wie ein Fisch. Ist das schon alles? Der letzte Typ, der mich einschüchtern wollte, war ein paar Kilometer größer als Sie. Tapfer. War zu erwarten. Ändert aber nichts. Sie haben nichts und können nur warten, bis der Hammer fällt. Warum? Was habe ich Ihnen getan? Ich werde Ihnen alles nehmen, was Sie haben. Alles, was Sie sind. Verdammt. Tut mir leid, Commander. Zu wenig Zeit, um den Anruf zurückzuverfolgen. Es geht weiter. Nehmen Sie die Laufwerke mit. Die gelöscht wurden? Glauben Sie, da finden wir noch was? Bei Edie ist alles möglich. Je schneller wir sie ihr bringen, desto früher können wir diese Bedrohung verfolgen. Das war eine gute Party. Mit Ausnahme des Mordes am Schluss. Es war kein Reinfall. Brooks, Sie und Edie finden raus, ob auf den Laufwerken was Brauchbares ist. Hoffen wir's. Ich sag Ihnen, was wir finden, Commander. So, und ich darf mich wieder unter das Volk mischen? Das ist schön. Ja, war doch ganz witzig eigentlich. High Society, verfolgen Sie undercover eine Spur.